Hallo, ich bin Ulrich und im Zu Fuß rund um Deutschland Projekt geht es heute auf dem E10 von Eigenschlägli am Bärenstein nach Oberkappeln, ja, im weitesten Sinne bei Passau. Das ist eine gute 27-Kilometer-Tour, also eine gute 30-Kilometer-Tour. In diesem Video, was jetzt kommt, sind recht lange Laberstrecken. Ich habe überlegt, ob ich es anders mache. Und dann mich doch so entschieden, wie ich mich jetzt entschieden habe. Nein, ich lasse sie drin, notfalls einfach vorspulen. In der Mitte ist, im Kern sind es Impressionen. Es ist natürlich irgendwo auch ein Vlog, wie ich das Ganze so erlebe. Wir befinden uns in der Corona-Zeit im Juni, 2020, wo Corona gerade so ein bisschen am Abebben war. Jetzt aktuell seht ihr hier oben, wir haben schon wieder Oktober 2020. Und da geht Corona schon wieder ziemlich nach oben. Gut, heute wäre diese Tour, glaube ich, aktuell wieder mal nicht denkbar. Ich habe mit dem Jahresurlaub, mit dem Sommerurlaub dieses Jahr simpel Glück gehabt. Ne? Mit dem Frühjahrsurlaub hatte ich Pech und mit dem Herbsturlaub dann ja auch gut. Im Herbsturlaub, ja, egal. Ich hätte nach Grand Est fahren können. Das war seinerzeit zumindest kein Sperrgebiet. Aber so. Jetzt geht es im Wesentlichen darum, ich will euch erstmal auf die Karte mitnehmen. Ja, die Ausschauung, das funktioniert noch nicht. Ich will euch jetzt erstmal mit auf die Karte nehmen und da gucken wir uns das Ganze mal eben an. Ob das war jetzt, Moment, der. Und natürlich die Kartenlupe hätte ich gerne. So, wir sehen hier Eigenschlägli und hier unten sehen wir Oberkappeln und das sind wahrgemäß Navi, das sage ich dann ja am Schluss, gute 27 Kilometer. Ein besonderer Punkt ist dieses hier. Das ist die Wegezusammenführung E8, E, Moment. E8, E10, ja. Da habe ich mich ein bisschen drüber auch geärgert. Weil zum einen ist, ja, gucken wir uns jetzt, wenn wir es chronologisch darstellen. Das ist die Wegezusammenführung E8, E10. Dann sind das 4 Kilometer, wo die beiden Wege auf zusammenlaufen und in Oberkappeln trennen sie sich dann wieder. Wobei in Oberkappeln jetzt kein großartiges Schild mehr steht. Ich wusste gar nicht, wo ich war. Das seht ihr dann, wenn ihr die Impressionen guckt, seht ihr das aber auch, dass ich dann mit der Kamera rede und sage, eigentlich weiß ich gar nicht, wo ich hier wirklich bin. Das mögen mir die Oberkappeler jetzt verzeihen. Ja. So, aber man hat, wenn man auf dem Weg ist, natürlich auch irgendwie ganz, ganz andere Probleme. Und ja, um die man sich dann vorrangig erstmal kümmert. So, starten wir in Eigenschlägli. Das ist hier am Bärenstein. Das ist wichtig. Und zwar gemäß IVV müsste ich eigentlich von Eigenschlägli den Weg hier rauf zum Bärenstein und wieder zurück. Das ist vorgeschrieben. Und das habe ich ja im letzten Video auch schon gesagt, dass ich das anders gemacht habe. Das wird auf jeden Fall Theater mit dem Abzeichen Wart geben. Auf jeden Fall. Wobei ich nicht so ein Stempeljäger bin, wenn er dann sagt, ja, kriegst keinen Stempel, dann, ach Gott. Ne? Ach Gott, was soll's. So. Das ist auch das, was ich in dem Video sage. Die Apps sind ziemlich lückenhaft. Ich könnte euch jetzt nicht sagen, wo hier der Schiffner, wo ich Bierstübel, Schiffner oder so, irgendwo genauer ist. Ich bin noch sehr häufig gefragt worden an dem Freitag von Passanten am Wegesrand, wo ich denn übernachtet hätte. Das war das Thema. Und da sage ich im Bierstübel, ah, beim Schiffner. Ja. Wo der jetzt hier genau ist, kann ich so nicht sagen, weil er auch nicht eingetragen ist in den Karten. Man muss wissen, das habe ich ja schon gesagt, sage ich auch nochmal in der Impression, zwischen den Karten, die hier drauf sind und den Karten, die ich euch, die ihr hier seht, da sind Unterschiede. Im Detail sind dort Unterschiede. So, der erste Punkt, den ich hier nachvollziehen kann, ist jetzt hier der Lebensmittelladen. Ja. Da war ich dann auch einkaufen, das hat auch so gut geklappt. Und dann ist ein weiteres Video hier oben auf einer Bank gestanden, die muss ungefähr hier irgendwo gewesen sein, mit einem herrlichen Ausblick ins Tal, wo ich sage, Rucksack umpacken, da rege ich mich auch nochmal über deutsche Pfandflaschen auf, und so weiter. So, ja, und dann geht's einfach weiter, irgendwie immer den Berg rauf. Ich weiß jetzt nicht, ob da oben. Irgendwo war ich dann nochmal auf der Suche nach einer Parkbank, ich meine dort.
Und irgendwo auf der anderen Seite habe ich dann noch mal eine Parkbank gebunden, wobei ich eher der Meinung bin, die ist hier irgendwo gewesen. Kann ich so nicht nachvollziehen. Ja, ich könnte das GPS-Gerät hier hier seht ihr ein spezielles Programm, Kumab Shake. Moment, irgendwas passt hier gerade nicht. So muss es. So, Kumab Shake. Damit könnte ich das ein bisschen anders darstellen, für die Leute, die ähnliche Projekte machen wollen. Ich will ja auch immer ein bisschen animieren, Videos über Wanderungen auf europäischen Fernwanderwegen zu machen. Weil, ja, Projekte wie das von dem Soul Trails, das, ja, im Moment schaffen wir das einfach nicht. Offensichtlich, ich bin mal gespannt, wie das marketingtechnisch wird. Wie das läuft, ob das der Erfolg wird, und das sieht momentan verdammt nach aus, als dass die Leute genau nach solchen Superlativen irgendwie schreien. So, habe ich dann jetzt hier noch was? Dann geht es jetzt hier erstmal ganz normal den Weg weiter. Dann ist hier eine Stelle, wo ich filmfaul war. Da rede ich aber von, dass ich eine Parkbank an einem super schönen Teich hatte, im Schatten und so weiter, erzähle ich von. Die war ungefähr hier. Ne? An diesem Teich war das. Auch ich stehe auf der Straße, guck nach rechts. Ah, da ist alles, was du brauchst. Ja, super. So, dann kommt hier, das ist eine extrem steile Steigung. Boah, da bin ich am Schnaufen wie eine Dampflok. Ja, wirklich. Um da hochzukommen mit meinem, ja gut, doch gut 20 Kilo schweren Rucksack. Wie gesagt, in eigenen Schlägli ja gerade frisch gefüllt. So, dann geht's hier durch dieses Dorf, Pilstein im Mühlviertel, kann man nicht hier zu lesen. Und filmwütig war ich dann wieder hier an diesem Gehöft. Mehrfach Schwenks in die Landschaft. Und das ist auch der Punkt, wo ich dann von diesem Teich hier oben erzähle. Ja, so, und dann geht's wieder ganz normal halt weiter. Sich da jetzt an Details zu erinnern, das sind auch teilweise Strecken bei, ja, die läuft man dann eben, halt man nicht für filmswert. Zur vollen Stunde hole ich dann mal die Kamera raus. Da suche ich gerade Feuchtbiotop. Und zwar muss das hier irgendwo gewesen sein, wo ich an diesem Stein sitze und mal wirklich gemütlich so eine Siesta mache, das tut dann einfach auch mal Not. Wobei ich sagen muss, dieses Jahr, wo ich sehr viel in Hotels war, das hier ist übrigens noch österreichisches Bier, was von dieser Tour übergeblieben ist. Das muss allmählich mal auf, nicht, dass es noch schlecht wird oder das Mindesthaltbarkeitsdatum auf. So, und da ist dieser Stein, von dem, wo ich dann sitze und auch wieder ausführlich erzähle. Auch super gemacht. So, und dann geht's auch danach hier ganz normal weiter. Das sind dann so Strecken, ja, die gleichen sich dann irgendwo immer. Es ist natürlich super schöne Landschaft, ja. So, und jetzt kommen wir einen Wald, an den ich aber auch so keine Erinnerungen habe. So, das ist hier, wo ich mich auch drüber ärgere. Zum einen stehe ich hier unten. Und das hatte ich ja jetzt in den Übersichtsvideos auch schon mehrfach gesagt. Und diesen Weg hier, den habe ich simpel nicht gefunden. Ist mir in Tschechien aber auch schon ist mir schon öfter passiert. Letztes Jahr in Tschechien hatte ich das auch mal. Ich denke, wo soll denn hier der Weg sein? Hier ist nix. Und ganz extrem in Mecklenburg-Vorpommern, wo du immer wieder davor stehst und irgendwie suchst, was wollen mir die Kartendaten jetzt sagen? Hier ist nichts, wo ein Weg sein könnte. Auch im Tribsessor Mor habe ich das hier nochmal breit getreten. So wie das in den Karten eingezeichnet ist, sogar in den offiziellen Kompass-Wanderkarten, kannst du nicht laufen. Gut, ich bin also definitiv hier erstmal außen rum und sitze dann auch hier am Waldrand nochmal wieder und dann geht's hier weiter, hier oben auf den Berg rauf. Hier ist auch wieder eine Marienkapelle. Das hatte ich ja im Übersichtsvideo gesagt, diese Marienkapellen gibt's in Österreich en masse. Also im Dutzend sind die billiger. Wobei sie eins gemeinsam haben, sie sind alle verriegelt und verrammelt. Also ich persönlich würde jetzt den Schritt gehen und sagen, macht sie offen, öffnet diese Marienkapellen für Wanderer. Wäre so mein Appell. So, dann laufe ich hier hoch und ich ärgere mich fürchterlich, weil ich dann irgendwann sehe, dass man auch genauso gut hier irgendwie außen rum gehen könnte. Als ich das jetzt gerade aber so überdachte, ich bin mir natürlich nicht sicher, ob dieser Weg
dann überhaupt da ist. Vielleicht ist das ja der Grund, dass die das über den Berg legen. Ja, und dann hier rum, das weiß ich dann schon wieder nicht mehr, ob dann nicht besser über den Berg ist. Voraussetzung, also der Dirt Battle des Tages bin ich, wenn dieser Weg wirklich da ist. Ja? Wenn er natürlich nicht da ist, dann hat der Wegewart natürlich hier wieder alles richtig gemacht, ja. So, ja, und dann geht's hier ganz nochmal weiter. In diesem Gehöft, da habe ich mich noch ein bisschen verirrt. Was heißt verirrt? Da stand ich auch so ein bisschen orientierungslos da. Das ging dann hier weiter. Da stehe ich dann auch nochmal irgendwann an einer Scheune irgendwo, die ich so richtig nicht einsortieren kann. Das müsste hier irgendwo gewesen sein. Wo ich denke, ja, wo ist jetzt eigentlich der Weg? Bin ich jetzt hier oder bin ich hier? So, es ist nicht immer ganz so einfach, wie das hier jetzt aussieht. So, und dann geht's hier wieder den Wald runter. Und dann mögen die Oberkappelau, die mögen mir das jetzt verzeihen, als ich hier auf der Ecke stehe und sagte, ich weiß irgendwie nicht so ganz genau, wo ich jetzt eigentlich bin. ja. Und ich müsste eigentlich sehr nah an Deutschland sein. Da ist nämlich Bayern. Gut. Und hier ist nochmal Frühstückspension. Ja, die steht wieder im GPS-Gerät so nicht drin. Auch hier die Karten weichen, wie gesagt, voneinander ab. Dieser Rasthof, wo ich dann war, auch Zufallstreffer. Einfach reinmarschiert, habt ihr ein Zimmer. Ja, haben wir, sage ich dann ja auch bei den Impressionen nochmal, ist gerappelt voll. Am nächsten Tag stehe ich auch wieder hier irgendwo und muss erstmal, da ist der Sparmarkt wieder, wo ich dann am Samstag noch einkaufen war. Und hatte dann auch hier kleine Orientierungsprobleme. Und hier sieht man auch sehr gut, warum. Hier gibt es ein E10A und hier gibt es ein E10. Und genau an dieser Ecke stand ich und musste erstmal meinen Weg finden. Ja, so, wenn man sich diesen am nächsten Tag irgendwo hier ist, dann dieses Gewässer, wo dann die letzten Aufnahmen sind. So, diesen E10A, diesen ominösen, der geht hier unten rum. Und die entfernen sich auch. Und hier läuft dann hier bei. Nee. Irgendwo bei Niederana. Ja. Hier bei Niederana läuft er dann wieder auf den richtigen, direkt an der Donau. Läuft er dann wieder auf den richtigen E10 auf. Und von dieser Alternativroute hatte ich jetzt erstmal keine Ahnung. Das habe ich irgendwie bei der Planung oder so nicht weiter berücksichtigt. Theoretisch wäre das natürlich eine Option gewesen, weil der wieder mal ein bisschen näher an Deutschland dran gewesen wäre. Das ist ähnlich wie das Stück mit dem E-Ost, E10 Ost, wo ich ja den E aus diversen Gründen den E10 West gegangen habe. Da habe ich kürzlich auch noch Schimpfe gekriegt. War ich mit unserem Wegewart unterwegs, mit meinem Lieblingswegewart unterwegs. Sei an dieser Stelle gegrüßt. Und der sagt, ja, das hast du ja nun wirklich ausgelassen. ja, jetzt dahin zu zoomen ist schwierig. Das machen wir aber alles in der nächsten Route. Die nächste Route weiß ich auch gar nicht mehr. Und dann geht's hier, das ist das, was ich meine. Es geht hier auf der einen Seite erstmal die Donau hoch und dann auf der anderen Seite wieder zurück. Und da hat das Gerät Schwierigkeiten, dann Entfernungen zu messen. Und das nächste Hotel hatte ich dann hier in Scherding Neuhaus am Inn. Und da ist noch eine Übernachtung wieder unterm großen Wagen zwischen. Im Übersichtsvideo habe ich da ja schon von erzählt. Ja, wie weit es jetzt Sinn macht, diesen E10A, der hier noch ist, dann am nächsten Tag zu gehen. Ja, irgendwie fehlt er mir. Ja, irgendwie kann man ihn mal nachholen. Der E10 Ost steht ja auch immer noch auf der Nachholtour. Müssen wir da mal gucken. So. Ja, und dann geht's an dieser Stelle jetzt in die Impressionen vom Weg. Wie gesagt, von Eigenschlägli bis hier nach Oberkappeln. Nicht immer dran denken, das ist irgendwo ein persönlicher Blog, ein Vlog, meine Meinung, die ich hier kundtue. Lieber ist es mir, anstatt das nicht nur anzugucken, sondern die Wege nachzugehen oder sie nochmal anders zu gehen und Videos drüber machen. So. Und keine neuen Wege erfinden, im Moment zumindest nicht. Wir haben mit den alten Wegen, Link hatte ich ja reingelegt, mehr als genug zu tun. In diesem Sinne dann jetzt viel Spaß mit den Impressionen. Ade. Freitag, 20. Juni 2020. Es ist jetzt 9 Uhr, also 9:03 Uhr sagt die Uhr. Und ja, ich bin im Wesentlichen fertig. Rucksack muss ich noch aufsetzen.
Hier liegen noch zwei Sachen, die an den Rucksack. Da bin ich jetzt gleich mal gespannt, wie das mit dem Stempel funktioniert, ob das überhaupt funktioniert. Einkaufen muss ich, allerdings nur Getränke, interessanterweise. Nur Getränke. Ich bin beim Wasser auf null, bis auf das Wasser, was ich am Trinksystem habe. Habe ich keine einzige zur Flasche mehr im Rucksack. Süßgetränke genauso. Eine habe ich am Rucksack draußen dran, da bin ich auch auf null. Das heißt, ich fange jetzt gleich erstmal an, ohne Ende Getränke einzukaufen. Was mir auch noch Gedanken macht, ist das nächste Hotel. Ja, es geht mit diesem draußen schlafen, aber ich habe auch gesehen, wie dreckig ich war, als ich hier reinkam. Andersrum ist dieser Anblick auch herrlich, ne? Und dann gucken wir mal, was der Tag bringt. Ziel ist heute wenigstens Niederrana. Nächste Wegeteilung, dann geh St. Ägidi oder so irgendwie die Wegeteilung auf den E10A. Bis dahin will ich heute wenigstens kommen, dass ich dann im Gerät den ja, E6 kann ich jetzt komplett erstmal abschalten. Und den E10 dann, ja, eigentlich brauche ich den ja wieder, wenn ich das Tages Mindestziel Salzburg erreichen will und das Optimalziel Rudolfing erreichen will, brauche ich den E10A, ja, den Haupt-E10 dann ja wieder. Up to morning oder so irgendwie. 20 nach 9, 9:17 Uhr sagt die Uhr. Ja, und ich bin so mehr oder weniger hier in der Strecke. Ja, wunderbar. Und jetzt gucken wir, dass wir zum Spar kommen. Jetzt müssen wir einkaufen. Gerade kamen wieder die ganzen Fragen. Wie schwer ist der Rucksack? So, herrlichstes Wetter heute. Gucken wir mal, Gedanken macht mir Niederrana, St. Ägidi, was so die nächsten erreichbaren Stationen sind, dass es dort über kein Portal irgendwie was zu finden gibt. 9:43 Uhr. Ich will es ja nicht für möglich halten. Ich bin in der Strecke. Jetzt ist natürlich beim Einkaufen, das passiert, was immer passiert. Die schwersten Sachen sind immer oben im Rucksack. Das ist so ein Naturgesetz, ne? Aber du kannst halt im Laden. So, und das zweite Naturgesetz. Ach Scheiße, da kommt wieder einer vorne. So, und das zweite Naturgesetz. Es geht immer mit leerem Rucksack ins Dorf runter und mit vollem Rucksack wieder rauf. Hier eine Parkbank extra für uns. 110. Und man hat aber auch einen herrlichen Ausblick. Ja. Das ist wohl die Kirche, meine ich, da sei ich gerade irgendwie gewesen. Ja, die Straße bin ich jetzt gerade hochgekraxelt. Ja, und von da oben muss der Weg theoretisch kommen. So, keine Müdigkeit verschützen. Jetzt wird erstmal der Rucksack umgepackt, auch wenn ich hier noch an einer recht stark befahrenen Straße bin. 10:03 Uhr. Eigenschlägli, oder ich habe das immer noch nicht ganz verstanden. Das scheinen wohl irgendwie zwei Dörfer zu sein, ähnlich wie Clausthal und Zellerfeld. So, Rucksack ist neu gepackt. Steht da, kann jetzt gleich losgehen. Und meine Albträume in Sachen Pfand werden wahr. Oh, das glaubt ihr nicht. Ich wollte ja eigentlich verhindern, dass ich irgendwie so gefühlt 10 deutsche Pfandflaschen mitschleppe. Genau das ist aber jetzt passiert. Genau das ist jetzt passiert. Ich stehe zum Schluss mit einem, denke, der Rucksack ist gut voll, ja, passt gut. Ach nee, da ist noch der Typ Beutel mit den Pfandflaschen. Ich weiß noch nicht, wir kommen ja wieder an den Inn und an die Donau. Nee, Donau, Inn und Salzach spielen hier, glaube ich, eine Rolle. Und da müsste es ja möglich sein, mal eben kurz an der einen oder anderen Stelle nach Deutschland rüber zu springen. Problem wird da wieder eher sein mit dem Navigation, dass das ja nur entweder Deutschland oder Österreich kann. Ja, ich habe die Karten gewechselt. Ich weiß nicht, ob ich ein neues Video dazu machen soll, weil es das Thema GPS für Pilger, Wanderer und Fußgänger Daten und Karten ja schon gibt. Aber ich habe den Kartenlieferanten gewechselt und seitdem habe ich das Problem, na, Problem nicht, ist kein Problem, nee, dass es keine Dachkarten mehr gibt. Also es gibt Karten für Deutschland und eine Karte für Österreich und eine Karte für Schweiz. Aber so wie andere das machen, dass du das in einem Rutsch kriegst, das hat der nicht im Programm. Und irgendwie, wenn ich zwei
Datensätze auf die gleiche SD-Karte kopieren will, dann klappt das System, funktioniert dann sowieso nicht mehr. Es ist jetzt schon eine Katastrophe, das auf die SD-Karten zu kriegen. Dafür habe ich extra eine Windows-Lizenz gekauft, die für nichts anderes brauche, als SD-Karten zu bespielen im Moment. Und das wird das nächste Problem. Wenn ich noch ein Video machen müsste, müsste ich das hier unter Windows machen. Und da weiß ich wieder nicht, wie es geht. Ne? 20 Jahre kein Windows mehr genutzt. Ja, in diesem Sinne. 10 Uhr, dann geht's jetzt endlich los. 2 Stunden bin ich jetzt schon wieder am Rumrödeln, wo ich eigentlich so gut wie nichts gepackt habe. Wollen wir mal aus lauter Spaß? Ne, wollen wir nicht, ne? Gucken, was der Taxameter sagt. 27 Minuten in Bewegung, 15 Minuten im Stand. Ja, 2,6 km/h Gesamtschnitt. Das ist dann irgendwo alles kein Wunder mehr. Ich hätte hier oben auf dem Gipfel eigentlich eine Bank erwartet. Das da unten muss Eigenschlägli sein. Und irgendwie da oben aus den Wäldern müssen wir gestern irgendwie gekommen sein. Genaues weiß ich nicht. Boah, nee. Ja, wie gesagt, so Rucksackparadoxon ist natürlich klar. Wir sind jetzt mit vollem Gewicht, wie es voller nicht mehr geht, bin ich jetzt hier den Berg rauf. Uah, nee. Aber es ist nun mal so. Ah, guck mal da. Da ist eine Bank. Ja, jetzt nehmen wir die nächste. Ich wollte doch sagen, hier oben auf dem Gipfel muss doch auch eine Bank sein. Es ist 11 Uhr, eigentlich können wir uns die Aufnahme sparen. Gerade eben war ich da hinten, als ich gesagt habe, ich nehme die nächste Bank. Die nächste Bank ist hier. So, den ersten Trinkjoghurt habe ich schon wieder auf. Ja. Das Schöne, es scheint wirklich so zu sein, dass die in Österreich keinen Flaschenpfand haben und dass man die Pullen dann auch in die nächste Mülltonne hauen kann. Wobei die nächste Mülltonne mitunter mehrere Kilometer weit weg sein kann. Das habe ich auch schon raus. Ja, Gott ist mein Zeuge. Ich wollte die Kamera eigentlich nicht nochmal wieder rauslassen. Teilweise sieht man nochmal unsere grünen Markierungen. Rot-Weiß. So, aber hier gibt es doch noch wieder was Interessantes. Da, ja, es sind hier so viele Wege ausgeflaggt. Ne? Wanderwege nicht verlassen. Hier gibt es so eine komische Übersicht. Ja, okay. Sausende Schlucht sind wir hier. So, aber hier gibt es wieder was, was ich auch noch nicht erlebt habe. Dompfaff. Also, ja, die Idee ist gar nicht so dumm. Ist da irgendwie eine Solarzelle, das bringt hier im Wald, glaube ich, nichts. Aber gut, eine Batterie bei so einem kleinen Spielzeug, die wird wahrscheinlich auch eine gefühlte Ewigkeit halten. Ne? Mit der, gut, ewig, wie sagte meine Oma immer, wenn die Ewigkeit nicht länger dauert, dann will ich wohl in die Hölle. Das fand ich jetzt doch mal wieder zeigenswert. So, Niederrana ist hier ein Thema. Ja, und ich habe gerade geguckt, es ist 11.56 Uhr. Damit können wir das auch schon als 12 Uhr Aufnahmen werten. Es ist 13 Uhr.
oder wie heißt es so schön, beim nächsten Ton ist es 13 Uhr 0 Minuten und 0 Sekunden. Piet. Oder es ist dit in Uhr, Radio Nifstins versorgt das ANP. Ja, was man doch für ein Blödsinn in seinem Leben alles noch im Kopf hat, ne? Ja. Es geht bergauf. Da, ich glaube, von da unten bin ich irgendwie gekommen. Zu dem Gebäude. Da stand unten ein Schild 27% Steigung. Ja. Ja gut, ich war jetzt die letzte Stunde ein bisschen filmfaul. Ich kam an eine Ecke. Ich gucke so nach links, nach Backbord. Und ich denke, die Bank, da musst du dich hinsetzen. Im Schatten, schöner Ausblick auf den Teich, super. Ja, habe ich dann auch gemacht. Da kann ich ja immer nicht widerstehen. So, als es dann weiterging, die Zeit habe ich dann auch gebraucht, mal zu gucken, wie viel nämlich ein der E8. Wir kommen ja heute, laufen wir ein Stück auch auf dem E8, dass ich Trottel die Daten ja nicht aufs Gerät gespielt habe. In gut 8 Kilometer wird die Wegezusammenführung E10, E8 kommen. Dann werden wir 4 Kilometer auch wieder auf dem E8 laufen. Und dann geht's 4 Kilometer, ja, und nach 12 Kilometer kommt dann die Wegetrennung in Oberkappeln an diesem Bach. Macht es Sinn, hier nochmal über die Landschaft? Man kann das nicht oft genug genießen. Wie gesagt, da unten war ich gerade, man hat dann hier diesen super schönen Blick ins Tal. Geil. Ja, in Oberkappel wird uns der E8 dann wieder verlassen, damit es dann kurz darauf über diesen Bach geht. Und dann kommt Niederrahner. Und in Niederrahner, kurz dahinter, ist dann die Wegetrennung oder der zusätzliche E10A, dem ich dann ja noch folgen will. Ja, müssen wir mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Fakt ist, diese Ecke ist relativ stark besiedelt. Wirklich abgelegene Parkbänke habe ich seit Eigenschlägli oder auch schon seit dem Bärenstein eigentlich so nicht mehr gefunden. Ach, da oben scheint so ein Plateau. Ich weiß gar nicht, wir müssen auch wieder auf die Wegezusammenführung, wo wir auf den E8 treffen, die ist auf 960 Meter. 960 Meter über normal Null. Boah. Dazu kommt Österreich, misst ja nicht in über normal Null, sondern in über dem Meer. Da sind kleine Unterschiede durchaus noch mal drin. Geht immer noch höher. So, da ist der Deckel. Da ist ein Deckel, da stellen wir uns mal drauf. Ja, wenn ich jetzt mal wüsste, von wo bin ich jetzt gekommen? Das sieht alles von hier oben irgendwie gleich aus. Da ist eine Hauptstraße mit viel Verkehr. Irgendwie, ich würde mal vermuten, von da hinten. Wissen tue ich es gerade nicht. Es ist 14 Uhr. Boah, ich habe mich da die letzte Stunde den Berg raufgekämpft. Das heißt, eigentlich geht es den ganzen Tag bisher bloß den Berg rauf. Den obligatorischen Schwenk.
Hinter uns sehen Sie Landschaft. Und hier über die Wipfeln. Boah, das ist wieder mal ein kolossaler Anblick. Ja, die Tiefe der Landschaft. Das habe ich ja 100-mal gesagt. Ja, es geht den ganzen Tag bergauf. Irgendwie habe ich auch den Eindruck, nur immer bergauf, aber nicht vorwärts. Als ich gerade noch mal nachgeguckt habe, 10 vor 2 waren es gerade mal immer noch 7 Kilometer. Wir haben also nur, wie gesagt, bergauf, ja, aber nicht vorwärts. Ein paar Stellen, wo Straßen waren, die nicht auf der Karte waren, hat es gegeben. Und genau an diesen Stellen stehen natürlich keine Schilder, da wo man sie doch mal bräuchte. Aber ansonsten ist der Weg sehr, sehr gut markiert. Hier steht jetzt mal so ein Schild, wie ich die aus dem Sauerland kenne. Pöckelstein, Hochficht, Bärenstein, Oberhagen, Wittinghausen, Deutsch-Reichenau, Bärenstein. Dann wäre das da die Stelle, wo wir gestern waren. Dann müsste auch Eigenschlägli da hinten über hinter diesen Bergen liegen. Und da müssten wir auch gerade, müssten wir, wer ist wir, ne? Ich und ihr, die ihr immer zuguckt. Ihr wandert ja immer im Geiste mit. Ich weiß. Nein. So, wir drehen uns mal. Sehe ich da hinten wieder eine Fata Morgana oder steht da, ne, das sind Bäume, oder steht da eine Hütte im Wald? Ja, irgendwann fängt man an, hier Fata Morganen zu sehen. Da ist auch was, was ich gerade noch gar nicht gesehen hatte, seitdem ich hier jetzt schon wieder sitze. Von da bin ich übrigens gekommen. Ja, die Ausflaggung, das geht aber. Ich habe den Eindruck, es geht seit Eigen hier irgendwie, das sieht irgendwie so aus, als wenn es auch mal bergab ging. Ja, ging es auch mal kurz, aber im Wesentlichen geht es eigentlich nur bergauf. Ne? So, wie sieht der Rastplatz aus? Hier ist ein Dings. Lass uns alle Brüder werden, Freunde sein für immer da. 2000. Ja, da unten war auch noch eine Informationstafel. Da gehe ich jetzt nicht extra wieder hin, weil ich barfuß unterwegs bin. Hier ist ganz angenehm. Aber moosig. Ja, jetzt muss ich ja mal wieder aus Prinzip meckern. Ne? Moos ist feucht. Und wenn du mit Socken hier rumrennst und immer wieder beim Rumhampeln... Ja, ich bin immer so ein bisschen hampelig. Da hängt übrigens mein T-Shirt, weil komplett durchgeschwitzt. Oh, bei dieser Kletterei hier hoch. Oh, nee. Gibt es beim IVV eigentlich auch eine Kletterkarte, Kletterstempel? Auch der Platz für den Tangia ist nicht so super günstig gewählt. Darum habe ich das so ein bisschen versucht, darum zu trapieren. Und ich habe mir gesagt, ich nehme mir jetzt einfach die Zeit, für ein paar Plätzchen zu essen. Ist immer das Problem. Du musst natürlich den Rucksack mehr oder weniger komplett immer auspacken. Aber gut, das kenne ich schon von den letzten Wanderungen her. Das ist nun mal so. So. Ansonsten, ja, worüber können wir sonst noch meckern? Ich hoffe mal, dass es jetzt endlich mal wieder bergab geht. Aber die Wegzusammenführung ist auch auf 900 Meter. Ich meine, wir bleiben jetzt erstmal auf dieser Höhe. Es ist 15 Uhr. Ich trete momentan. Ja, zu schwenken ist hier nicht viel. Da unten der Bauer mäht. Wald, Wald, Wald. Wald, Wald, Wald. Ja. Ja. Es ist 16 Uhr und es ziehen düstere Wolken oben am Himmel auf. Hier sieht man jetzt nicht viel mehr außer Wald. Außer Wald. Es geht endlich mal wieder ein bisschen bergab. Es sind immer noch 4 Kilometer bis zur Wegeteilung E10, E8. Das kommt auch irgendwie nicht näher. So, jetzt ist natürlich die Frage mit dem Wind, plötzlich mit dem Regen, jetzt schon Nässe-Schutzhülle über den Rucksack ziehen oder warten, bis es wirklich regnet. Weil wie oft sah das da oben so düster aus und ist dann gar nicht erst angefangen zu regnen. Ne? Wie oft
hat es einen kurzen Schauer gegeben und dann war es sofort wieder vorbei. Aber wie oft fing es dann aber auch richtig an zu schütten? Es ist 17 Uhr. Ja, wie üblich, trotzdem, dass hier nicht ganz ungefährlich ist, Wald. Ich war die ganze Zeit auf einer recht schönen Straße. Aber erstmal, was wollte ich erzählen? 17 Uhr wollte ich eigentlich an der Wegeteilung E8 sein. Die ist jetzt nicht mehr so weit weg, aber Ziel schon mal verfehlt. Nochmal 4 Kilometer, also 18 Uhr mit der nächsten Wegeteilung E8, das wird dann nichts. Nochmal 4 Kilometer bis zur Wegeteilung E10A. Wenn ich das heute noch schaffe, wird das wieder eine Nacht unterm großen Wagen, weil dann kriegst du, ach Gott, da müssen wir wieder den Berg rauf. Ah, Leute. So, geregnet hat es zwischendrin. Und aber die Tropfen, die vom Himmel gefallen sind, die sind nicht wirklich am Boden angekommen, seht ihr ja. Von Eigenschlägen ging es ja immer bloß bergauf, bergauf, bergauf. Aber ich frage mich ja, wohin eigentlich. Zu diesem Punkt, wo ich sie erst da gemacht habe, um 15 Uhr. Und seitdem habe ich aber den Eindruck, ich habe heute schon in den 2 Stunden mehr geschafft als die ganzen Stunden vorher irgendwie. Ich kann es euch nicht anders sagen. Jetzt stehe ich da und habe ein Problem. Irgendwo hier soll der Aufstieg sein. Aber wo? Hier ist kein, wie auch immer, gearteter Weg erkennbar. Also da oben die Loipe runter kann ich mir jetzt so irgendwie nicht vorstellen. Hier stehen auch überall sonst recht gut Schilder. Weiß ich nicht. So, jetzt gucken wir mal, muss ich erstmal noch eine Alternative suchen, wie das hier jetzt wohl aussehen kann. So, hier ist wieder dieser Blick ins Tal, kolossal. Auch wenn ich gerade eben, ne? Aber ich weiß nicht, wo hier, wie gesagt, da ist meine Fantasie jetzt zu Ende, da durch die Wiese zu stolpern. 17.34 Uhr, hier mal ein paar Minuten zu sitzen. Was mir Sorgen macht, ist das da, das Wetterschauspiel. Die kommen nämlich hierher. Das war vor ein paar Minuten, vor 10 Minuten noch weiter hinten alles. Vielleicht zieht es ja hier rechts an uns irgendwie vorbei. So, da habe ich jetzt gesessen. Und was mir Sorgen macht, ist, partout, es gibt keine wirkliche Übernachtungsgelegenheit für die Nacht. Da ist nichts. Oberkappeln, wie das alles heißt, Oberrana, Niederrana, habe ich jetzt alles durch St. Ägidi. Da ist nichts, da ist keinerlei Infrastruktur. Kann das sein? Ja gut, wird sich alles irgendwie finden. Wir haben andere, wir. Ja, wir haben andere Sachen gemeinsam durchgestanden. Europäischer Fernwanderweg E8. Nordsee, Rhein, Main, Donau, Karpaten. Und hier oben steht ein Mörderbau. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob das eine Kirche sein soll. Muss ich mir noch mal näher angucken. Da ist auf jeden Fall eine Kapelle. Also bis zu diesem Punkt, Einstieg in den E8, Wegeteilung E8, waren es heute 21,4 Kilometer. Es ist 17.54 Uhr, 4,6 km/h in Bewegung, 2,5 km/h Gesamtschnitt. Wir sind 938 Meter über normal Null. Korrigiere 941. Wer bietet mehr? 4 Stunden 39 in Bewegung, 3 Stunden 49 Pause. Boah, aber wie ich gerade schon sagte, ich habe so den Eindruck, ich habe die letzten 2-3 Stunden mehr geschafft als den ganzen Tag vorher. So. Es ist 18 Uhr. Jetzt stehe ich wieder hier im Wald. Die Schreierei kam von dem Turm da. Die sind wirklich jetzt freitags um 18 Uhr hier noch am Basteln. Hätte ich fast gesagt. Und kotzen könnte ich auch wieder mal. Diesen Weg über den Berg hätte ich mir auch schenken können. Es geht wirklich nur hoch, damit es jetzt wieder runter geht. Ne? Und dann kommen wir gleich wieder unten auf die Straße, wo ich gesagt habe, wo ist denn jetzt dieser Weg, der jetzt da den Berg hochgeht? Also das war nun wirklich überflüssig.
Habe ich aber, ich trottel, ja, ich fahre meistens auf 200 Meter Detailebene, weil ich dann halt besser sehe, was am Weg los ist. Aber wenn ich trottel mal geguckt hätte, dann hätte ich gemerkt, dass ich da wieder mal verschaukelt werde. So, ja gut. Mal verliert man, mal gewinnen die anderen. Jetzt ist zu spät. Jetzt können wir bloß noch wieder jammern und nölen, was das denn, was dieser Schlenker über die Kirche da oben jetzt soll. Ja, wie gesagt, wir sind hier jetzt auf dem E10 und E8. Gemeinsamer Wegeführung. Das haben wir ja wohl mal öfter. Ne? Luxemburg, E2 und E3. Ne? Kiel, Lübeck, Eckernförde, da oben Flensburg, E1, E6 und so weiter. So, wenn ich kleiner Volltrottel kann man schon gar nicht mehr sagen, Dörspaddel, trifft es wohl eher, aufgepasst hätte, dann wäre ich schon vor einer guten Stunde, gucken wir uns gleich an, na, S-Karte, hier von Steuerbord gekommen. Oh, was das jetzt wieder sollte, einen da wirklich, Moment mal, eben da unten stehen die Schilder, einen da wirklich diesen Berg hochzuschicken, wenn es wenigstens über den Berg gegangen wäre, auf der anderen Seite wieder runter, aber ist nicht mal das. Wir sind ja an der einen Flanke hoch, oben drüber und auf der anderen Flanke sofort wieder runter. Völlig sinnlos. Ne? So, von da wäre ich dann schon vor einer guten Stunde gekommen, weil wir sind da oben an dem Turm. Ja. Da auf der Flanke irgendwie hoch und dann oben an dem Turm jetzt wieder runter. Sicherlich irgendwo ganz schön. Ne, auch der Blick über die Landschaft. Aber den Blick über die Landschaft Oberkappel. Hier schon? Ja. Den Blick über die Landschaft, den hast du hier überall. Es ist 18.55 Uhr. Ja, was mir zu denken gibt, sind die Wolken da oben, weil die auch mehr oder weniger stehen. So, ich habe auch deswegen nicht bis 19 Uhr gewartet, weil jetzt sieht man noch den Funkturm. Da oben die beiden Türme, da war der wie sagt man, Dörspaddel des Tages. Den Spruch habe ich ja heute, glaube ich, wo verdient. Oder den Titel, der ich da über diesen Berg von Backbord über den Turm rüber hier in Steuerbach. Also ist das überhaupt völliger sinnloser Unfug, da über den Berg zu kraxeln. Aber gut, wie gesagt, da war ich an dem Turm, bin ich halt von einer guten Stunde gewesen. 18 Uhr und jetzt ist so gut wie 19 Uhr. Und da hinter diesem Bergrücken scheint es jetzt wohl auch dann bergab zu gehen. Also zu dem Punkt, wo ich dann um 19 Uhr bin, hätte man das jetzt nicht mehr so schön gesehen. Gucken, 19, 20, 2 Stunden jetzt noch bis Sonnenuntergang. Über den Daumen 2,5 Stunden, bis dann wirklich dunkel ist. Problem, hier ist recht viel Bebauung. Und dass du hier so ein Plätzchen findest, wo du 8 Stunden lang nicht aufgeklärt wirst. Ja. Ich meine, es gibt hier genug von diesen Heiligenhäuschen, diesen Kapellen. Da dürfte es wahrscheinlich auch keinen interessieren. Aber da sind schon wieder viel zu viele Menschen. So sieht es jetzt hier hinter den Häusern aus. Aber wie gesagt, hier ist viel. So, und da geht es jetzt bis zu diesem Bach wohl zumindest bergab. Mal gucken, wo der Weg denn hier ist wieder. Ach, Scheiße. Seht ihr hier irgendwie einen Weg noch, der runter geht? Das da an der Scheune vorbei. Könnte, dafür ist jetzt die GPS-Auflösung nicht hoch genug. Nee, wir bleiben erstmal, ich glaube,
dass wir erstmal hier oben bleiben und dann hinter dem Haus. Ja, das sieht gut aus. Das ist schon ein schöner Anblick. Aber wie gesagt, überall Wolken, Wolken, Wolken. Oberkappel 40 Minuten. Da ist wieder mein Turm, wo ich mich als Dörspattel des Tages wunderbar drüber ärgern kann. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich weiß nicht, ob das alles so funktioniert. Ich weiß auch nicht, wo ich gerade hier bin. Da unten sieht es so aus, als wenn das ein Grenzübergang ist. Also wenn wir fast in Deutschland sind, als ich hier stand. Republik Österreich. Gut, hier stehen jetzt die ganzen Dörfer dran. Ulrichsberg, 24 Kilometer. Da war ich ja gestern so mehr oder weniger. Donaubrücke Niederrana, da wollen wir eigentlich am liebsten heute noch hin. Ich habe eher gesucht, ob das die Wegzusammenführung, da stehen die gelben Schilder, ob das die Wegtrennung E8, E6 ist. Da finden sich hier aber irgendwie keine Hinweise, aber es sieht fast so aus, als wenn wir da vorne schon wieder in Germanien sind. So, ich weiß gerade nicht, die SD-Karte ist am Spinnen, die Kamera ist am Spinnen, alles ist am Spinnen. Ich muss mal sehen, wie es weitergeht. Ne? Also ich hoffe, dass da was drauf ist, weil er gerade anzeigt, er wollte die SD-Karte irgendwie formatieren. Hier meldet sich der Dörspattel des Tages. Wie ihr seht, ich bin im Hotel. Da habe ich gerade wieder Glück gehabt, kann man sagen. Ich laufe hier in Oberkappeln rein, hatte ich hier gerade an der Straße gefilmt. Und wo ich da stand und sagte, bin ich jetzt in Deutschland, in Österreich, wo bin ich denn hier jetzt eigentlich überhaupt? Und der Gasthof Süß stand da groß drin, Gasthof und mehr, da denke ich Gasthof, jetzt mit Übernachtung, mit Zimmer und so weiter, weil der steht nirgendwo drin. Der ist bei Booking.com nicht drin, bei HRS nicht drin, ich habe den nirgendwo, so bei Google kennt den auch irgendwie nicht. So, jetzt bin ich hier auf jeden Fall angekommen. Technische Daten. 27,6 Kilometer, 19.53 Uhr, 4,5 km in Bewegung, 2,6 km Gesamtschnitt, 523 Meter über Normal Null, 6 Stunden und 6 in Bewegung, 4 Stunden und 20 Pause. So, ich möchte jetzt erstmal ein bisschen ankommen und dann was zum Tag sagen. Oh, hier war auch vor allen Dingen die Straße runter noch ein Sparmarkt, das kennt ihr in Deutschland nicht. Das ist so was, ja, hat es in Deutschland früher auch gegeben. Gibt es in Deutschland heute auch noch Tankstellen, Shops. Die werden noch von einer Spar GmbH oder so. Wo die allerdings mit zusammen, ist auch egal. Ihr müsst ja jetzt nicht unbedingt wissen, was ich in meinem Leben schon alles gearbeitet habe. Ne? Soll mal sehen, ob ich hier jetzt noch was zu essen kriege. Boah, war Restaurant, war gerappelt voll. ja, und jetzt muss ich mal gucken. Alles weitere wird sich jetzt finden. Die SD-Karte macht mir Sorgen. Dass da ein SD-Kartenfehler gerade drin war, dann ließ sich das Ding nicht ein- und ausschalten gerade eben. Ich weiß nicht. Ja gut, mit Bildverlusten, das haben wir in Belgien gehabt, musste immer rechnen. Ne? Ich sag dann so, ich weiß, es ist oft aufwendig. Ihr kennt aber den Hochzeitsfotografen. Ja, der hat einen 36er Diafilm oder einen 36er Kleinbildfilm drin. Und wisst ihr dann, fotografiert, ja, und ist bei Bild 38 und bei Bild 40 und bei 42 und bei, sagt er, 44 Bilder auf dem 36er Film, also hier ist was faul, ja, 38 kannst du wohl mal haben, ne, aber 44, doch, mach die auf, mach die Klappe auf hinten und kippt um, Bildplatz, gar kein Film drin, ja, wie gesagt, sowas gibt es heute auch noch, so ein Dörspattel wie mir kann das, habt ihr ja in Belgien gesehen, auch immer noch passieren. Ne? Hat auch schon Fälle gegeben, Kamera geklaut, ist mir wirklich schon passiert. Ne? Oder Kamera vergessen, hat es auch schon alles gegeben. Bewusst nicht mitgenommen, hat es aber auch schon gegeben. So, gut, das war gerade ein Schnell-Check-In. Ja, hier ist der Schlüssel, wir machen alles weitere später. Restaurant ist gerappelt voll, ich muss mal sehen, wie hatte ich gerade schon gesagt. So, die Tour. Erzähle ich das? Will ich das erst so? Von Eigen Schlägli hatte ich ja schon gesagt, den ganzen Tag den Berg auf, Berg auf, Berg auf, Berg auf, Berg auf, Berg auf. Und ich weiß aber nicht, wohin. Irgendwie einen wirklichen Gipfel habe ich nicht erreicht. So,
Und dann so ab 15 Uhr, wo ich da Siesta gemacht habe, habe ich ein paar Aufnahmen gemacht. Letzter Blick auf den Bärenstein. Super. War da oben eine wirklich schöne Ecke, hat sich wirklich gelohnt. So, und ab da lief es dann. Bis dahin war es ja eine Quälerei wieder mal irgendwie. So ab 15, 16, 17, 18, 19 Uhr jetzt, da habe ich, glaube ich, das wieder rausgeholt, weil ich den ganzen Tag, bis auf diese dörstpaddelige Aktion da mit dem Berg da oben und der Kirche oben auf dem Berg. Die Wegewarte lernen das nicht. Die lernen das nicht. Ne, also für Spaziergänger lasse ich mir das gefallen, aber ich muss das nicht wirklich haben. So, ja, und dann lief das auch. Hier runter ins Dorf fing dann die Kamera an zu spinnen. Jetzt muss ich da mal gucken, vielleicht habe ich sogar deutsches Netz. ob das unbedingt ein Vorteil ist jetzt in der heutigen Zeit. Ja, ich bin rundum zufrieden. Bis jetzt. So, gucken wir mal. Ich wollte zwar wesentlich weiterkommen als Oberkappeln. Nee, jetzt muss man aber auch wissen, es ist jetzt 20 Uhr. Ja gut, anderthalb Stunde, 2 Stunden. Man hätte auch noch wieder eine Pause gemacht und so weiter. Ja. Ja gut, dann wäre ich statt 26. Ich weiß nicht, ob der Pastor gerade zu. Oh. Schön ist das Glockengeläut, aber mich stört es jetzt gerade. Sorry, ein bisschen stört es jetzt gerade. Ich hoffe, da sind Gescheraner-Glocken drin. Hoffe ich, von Firma Hüsker. So, in diesem Sinne geht's jetzt mal gucken, was der Tag jetzt bringt. Bis dahin. 8 Uhr. 5, Moment. Ja, 8 Uhr 48. Samstag. Oh, jetzt habe ich wieder nicht geguckt, welchen Tag wir heute haben. 21. Juni, glaube ich. Bin mir aber nicht sicher. Zweites Hotel. Unten ist ein Lebensmittelladen an der Ecke. Der hat auch, da seht ihr den, der hat wohl auch auf. Daneben an war heute gerade Eucharistiefeier. Ja. Lege ich euch einen Link unten zu rein zu Eucharistiefeier. Das Glockenläuten finde ich so ganz angenehm. Ich weiß nicht, wenn man hier wohnt und das jeden Tag hat. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass die Glocken aus Gescher kommen. Es regnet wohl mehr oder weniger. Und Hotelrechnung bezahlen. Ja, ich Trottel habe Handy nicht wieder vollständig aufgeladen. Und da heute Samstag ist. Und das nächste Hotel ist in Wernstein, Neuenburg am Inn ist die deutsche Seite. Wir kommen jetzt also nur an diesem Weg, ja, die Wegeteilung E1, 2, 3. So, die Wegeteilung E8, E10 war ja oben auf diesem Berg und die andere Wegeteilung war ja dann hier unten im Dorf. Die ist ja, wenn ich jetzt die Orientierung habe, irgendwo da hinten. Wobei da interessanterweise kein Schild stand. Das habe ich ja gestern Abend auch nur gemerkt, als damit einmal irgendwie ein Schild stand, Republik Österreich, da denke ich. Ja? Die stehen doch nur an der Grenze üblicherweise. Ja. Jetzt die nächste Wegeteilung ist dann die E10, E10A in Ägidi oder so irgendwie. Vorher müssen wir noch Niederrhein, also jetzt geht es nach Niederrhana. Da ist eine Brücke, eine nennenswerte Brücke. Von Niederrhana geht es nach die Wegeteilung und dann runter an den Inn. Ja, und da ist das nächste Hotel, was ich bis jetzt gefunden habe, ist Wernstein. Und das ist aber zu weit. Kann man jetzt nicht sagen, weil ich habe jetzt gerade hier keine wirkliche Orientierung. Ich würde sagen, weil ich jetzt einmal so rum muss. Zeige ich euch aber dann auf der Kamera, auf der Karte vorher. Kann man das, und das Gerät ja immer Luftlinie misst, kann man das nicht hundertprozentig sagen. Wie weit das hundertprozentig, kannst du das mit dem GE-Track sowieso nie feststellen. Muss aber auch gar nicht, will ich auch gar nicht. Aber so grob, und bei diesen Sachen, wo du wirklich den Fluss an der einen Seite hochgehst, über die Brücke und auf der anderen Seite zurück, da versagt das Gerät dann halt. Es hat Funktionalitäten, mit denen man auch das messen kann. Ja, und bei diesen Funktionalitäten kam ich auf circa wenigstens 40 Kilometer. Und das dürfte
für eine Tagestour. Es ist ja jetzt schon so gut wie 9 und ich muss noch einkaufen. Morgen ist Sonntag. Ja, ihr versteht schon. So, was ich interessant fand, wir haben ja Corona-Zeiten, dass die hier ganz interessante Masken haben und dass auch der Gast nicht unbedingt Masken tragen muss. Ja, und so weiter. So, aber jetzt erstmal auf ins Getümmel, auf in den Regen. Und dann schauen wir mal weiter. Nochmal ein Blick aufs Gasthaus. Da oben habe ich die Nacht verbracht auf dem Balkon. Okay, und jetzt gucken wir mal, dass wir Einstieg in den Weg finden. Ich meine, die Autos sind am Rumhampeln. So, es ist doch wesentlich stärker am Regnen, als ich das jetzt gedacht hatte. So, und? Nee, wir sind falsch. Von da bin ich, glaube ich, dann gestern gekommen, ja. Bin immer noch nicht sicher. Da, 110, Falkensteinweg. Aber Ameisenberg ist doch verkehrt. Bin gerade orientierungslos hier. Ne, muss doch richtig sein. 10 nach 9, 12 nach 9. Ziel Niederrana. Und da über diesen Bach und dann zurück. Da, jetzt sind wir wieder alleine. Falkensteinweg 110. Ja, das ist hier nämlich genau die Wegetrennung E10, E8. So. Eins nach dem anderen. Nach kleinen Orientierungsproblemen, jetzt kurz 8:15. Hotel ist ausgecheckt. Im Supermarkt einkaufen war ich auch. Jetzt ist der Rucksack natürlich wieder schwer. Traditionell müsste es jetzt erstmal wieder bergauf gehen, wie das immer ist. Aber irgendwie laufen wir jetzt bis Niederrana den ganzen Tag. Den ganzen Tag nicht. Ja, doch. Irgendwie an so einem Bach entlang. Niederrana ist eine besondere Brücke. Die war gestern ja auch schon ausgeflaggt. Und dann geht's auf die auf der anderen Bachseite zurück zum Inn, aber durchs Inland. Und Hotels waren da irgendwie so gut wie keine. Und ja. Ja, und Hotels waren da irgendwie so gut wie keine. Muss ich mal gucken, was das jetzt bringt. Dieses Hotel stand ja auch weder bei Booking noch bei HRS drin. Auch bei OSM war es irgendwie nicht so wirklich drin. Ja. So, mir fällt schon die ganze Zeit seit Oberkappeln dieser Bach hier auf. Und die Ufer finde ich so. Ich weiß nicht, ob die hier Tidehub haben. Ja gut, wir können mal eben einen Schwenk machen. Hinter uns ist Böschung. Ja, es ist doch verdammt am Regnen. Das nimmt man zwar, wenn man läuft, so nicht wahr. Aber ich befürchte, ich werde doch Rucksackhülle jetzt mal rausholen müssen. Wie gesagt, mir fällt das auf, dass der Bach wohl offensichtlich Tidehub hat. Aber kann eigentlich nicht. Das Meer ist ziemlich weit weg, wo irgendwie Tide sein könnte.